Alistair, der Minotaurus. Viele Zivilisationen lehnten sich bereits gegen Noxus auf, aber keine widersetzte sich so lange wie die Clans in den Bergen der großen Barriere. Auch wenn diese wilden Minotauren die Landhandelswege bis zur uralten Stadt Zaun bereits seit Jahrhunderten beschützten, hielten sie sich aus den größeren Konflikten in Valoran lieber heraus. Dem edlen Krieger, Alistair, wurde von allen Clans viel Respekt entgegengebracht. Auf den Berggipfeln konnte sein Brüllen selbst die mutigsten Eindringlinge vertreiben, sodass nur die Tollkühnsten ihm im Kampf gegenübertraten. Und doch regte er sein Volk bei Versammlungen immer wieder dazu an, eine engere Beziehung mit anderen sterblichen Völkern einzugehen. Viele hielten Minotauren nur für Bestien, was jegliche Interaktionen vergällte und ihre Außenseiterrolle untermauerte. Doch dann kam Noxus und versprach etwas Besseres. Die Botschafterin des Noxianischen Reichs, die Matriarchin des Hauses Tevain, verkündete, dass Noxus in Kürze Basilich einnehmen würde, eine Küstenstadt im Osten. Sie schwor jedoch, dass dies nur mit der Unterstützung der großen Clans der Berge geschehen würde und verlangte Verhandlungen auf neutralem Boden. Viele Minotauren waren bereit, ihr Angebot anzunehmen. Für sie war es eine Möglichkeit, die lang ersehnte Macht und Anerkennung zu erlangen, wenn sie sich Noxus anschließen würden. Alistair hingegen war skeptisch. Er hatte in den vergangenen Jahren viele noxianische Späher aufgegriffen und sie als heuchlerisches, gerissenes Volk kennengelernt. Aus diesem Grund schickte ihn sein Clan in Begleitung von 50 seiner stärksten Krieger zum Treffen mit Tevain, damit er die Allianz ausschlagen konnte. Die anderen Clans konnten tun, was sie wollten, aber Alistair würde die Herrschaft eines weit entfernten Großgenerals nicht hinnehmen. Unter der weißen Fahne des Waffenstillstands wurden seine Leute und er verraten. Die größeren Clans hatten sich bereits Noxus verschrieben und so wandten sich ihre Vertreter gegen ihn, als er seine Position bekannt gab. Der darauffolgende Kampf verlief schnell und unter viel Blutvergießen. Alistair zermalmte den Schädel der Dame Tevain höchstpersönlich mit bloßen Händen. Doch schon bald darauf fanden er und seine überlebenden Krieger sich in Ketten gelegt auf dem Weg in die entfernte noxianische Hauptstadt wieder. Man warf ihnen vor, eine Rebellion angezettelt zu haben. In der Hauptstadt mussten diese unglückseligen Minotauren sich in den Vergelter-Arenen behaupten, in denen ein grauenvolles Gladiatorfest stattfand, das auch als Zerfleischung bekannt war. Die Anfeuerungsrufe der blutrünstigen Zuschauer erschütterten Alistair. Er beschwor seine Volksleute, sich nicht am Kampf zu beteiligen, diese Noxianer nicht das monströse Schauspiel zu bieten, nachdem sie lechzten. Als das Fest 21 Tage später sein Ende fand, war Alistair der letzte Minotaurus seines Stammes. Das Publikum bewarf ihn mit Kieselsteinen und faulem Obst, während er sich einem Vergelter nach dem nächsten gegenüber sah und dazu angestachelt wurde, wie eine Bestie zu kämpfen und zu denken. Er tötete und tötete, bis selbst die Erinnerungen an seine Heimat vom Blut befleckt waren. Alistair war tief gesunken, als er schließlich Aelia kennenlernte, eine Dienerin in den Arenen. Zunächst brüllte er nur und rannte gegen die Stäbe seines Käfigs. Er erwartete, dass sie ihn genauso fürchtete oder anstachelte wie die anderen, doch Aelia verhielt sich anders. Sie kehrte jeden Tag zurück und sprach freundlich und respektvoll mit ihm, bis er schlussendlich in gleicher Weise antwortete. Noxus hatte sich auch Aelias Heimat angeeignet. Sein Leid zu sehen, hatte Aelia davon überzeugt, dass sie beide diese verhasste Stadt gemeinsam verlassen sollten.
Flüsternd erklärte sie ihm ihren Plan durch die Käfigstäbe und zum ersten Mal seit Jahren konnte Alistair an seine Heimat zurückdenken, ohne sich in den Gedanken zu vergehen, wie sie ihm genommen wurde. Eines Abends brachte Aelia Alistair den Schlüssel zu seinem Käfig. Sie hatte große Opfer gebracht, um diese Flucht zu ermöglichen, und er schwor ihr, dass er diese Schuld mehr als nur wieder gut machen würde. Eilig liefen sie zum Fluss, wo ein Frachtkahn auf sie wartete. Als sie an Bord gingen, sprangen jedoch noxianische Agenten aus den Schatten. Alistair warf sich in den Kampf, beinahe blind vor Zorn, und hörte nicht, wie Aelia ihn immer wieder rief. Als Alistair ihre Angreifer niedergerungen hatte, war der Kahn verschwunden und mit ihm Aelia. Alistair machte sich zu Fuß auf den Weg in den Süden. Überall suchte er nach der Dienerin, hatte aber keinen Erfolg. War sie gefangen genommen worden? Oder gar getötet? Es schien keine einzige Spur zu geben, der er folgen konnte. Wochen später, die Flucht des Minotaurus war fast vergessen, erschütterte ein politischer Coup das Imperium bis in seine dunkelsten Wurzeln. Alistair reist nun allein, so still und anonym wie möglich. In den von Noxus angeeigneten Territorien setzt er sich für den Widerstand ein und kämpft im Namen der Unterdrückten und Missbrauchten. Erst wenn er die Scham aus seinem Herzen vertrieben und jede Grausamkeit und Freundlichkeit abgegolten hat, wird Alistair in die Berge zurückkehren und seinen Zorn hinter sich lassen. Und in jeder Stadt, durch die er zieht, fragt er nach Aelia.